Ja, und jetzt steigt natürlich die Sorge, dass es Nachahmer geben könnte und auch Flughäfen in Deutschland lahmgelegt werden könnten. Unsere Reporterin Gesine Schöps steht am Flughafen Dresden. Gesine, das klingt ja so, als könnte jeder mal schnell seine Drohne starten und damit den Flugverkehr lahmlegen. Ist das denn tatsächlich so? Ja, in der Tat. Also jeder, der eine Drohne besitzt, kann theoretisch für ein solches Chaos, wie wir es jetzt in London erlebt haben, sorgen. Jeder, der eine Drohne besitzt, kann tatsächlich den Flugverkehr eines ganzen Flughafens lahmlegen. Und wenn wir uns mal die Zahlen anhören oder anschauen, die wir jetzt eben auch im Beitrag gehört haben, 152 Zwischenfälle allein in diesem Jahr, das ist natürlich nicht wenig, trotz dass es eine Drohnenverordnung gibt. Und über die weiß Lukas Günther sehr genau Bescheid, denn Sie sind Drohnenpilot und zum anderen auch Drohnenlehrer. Also Sie lehren das Fliegen mit der Drohne. Jetzt haben wir ja das totale Chaos in London. Und trotzdem weiß man nicht, von wem die Drohne kommt bislang. Wie kann das denn sein? Eigentlich müssten die doch laut Drohnengesetz ja festgeschrieben sein, wem eine Drohne gehört, oder? Ja, London oder England hat natürlich andere Gesetzgebungen, als die wir hier in Deutschland haben. Zum Beispiel muss jeder Drohnenpilot einen Mindestabstand von 1,5 Kilometern zum Zaun des internationalen Flughafens einhalten. Das hat man in London gesehen, das wurde da nicht getan. Und wenn doch der Abstand unterschritten wird, hat man immer noch die Möglichkeit, die Drohne letztendlich irgendwie abzuschießen. Bei uns in Deutschland ist es so, die Drohne hat dann eine Plakette und an der Plakette kann man dann sehen, wem die Drohne gehört. Genau. Und das ist aber in London nicht der Fall, also da gibt es diese Gesetzgebung nicht? Die ist da anders, die gibt es da in dem Fall noch nicht. Man arbeitet da an einer europäischen Lösung, sodass ja, jedes Land, jedes europäische Mitgliedstaat dann letztendlich die gleichen Gesetzgebungen dann hat. Jetzt haben Sie schon gesagt, abschießen ist eine Möglichkeit, aber ist das denn so einfach? Eine Drohne ist ja sehr, sehr klein. In der Tat ist es relativ schwierig. Man entwickelt gerade an Standards, um solche Drohnenabwehrverfahren dann eben durchzuführen. Abschießen wäre jetzt eine Möglichkeit. Es werden aber auch Netze ausgeschossen oder Funkstörungen manipuliert, sodass die Drohne dann keinen Empfang mehr hat und dann direkt abstürzt. Das sind ein paar Möglichkeiten, aber es gibt keinen Standard dafür. Man arbeitet daran, aber wie gesagt, das wird die Zukunft zeigen, inwiefern das dann sicherer wird am Flughafen. Vielen Dank, Herr Günther. Ja, und also das bedeutet also letztendlich, dass wenn jetzt hier eine Drohne zum Beispiel hier in Dresden angeflogen käme, dass dann hier keine Sicherheitsvorkehrungen, keine Alarmanlagen losgehen würden, die sofort erkennen, okay, jetzt ist hier gerade eine Drohne auf dem Flugfeld zum Beispiel zu sehen. Sind denn jetzt trotzdem nach diesem Vorfall an deutschen Flughäfen die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden? Ja, also wenn man sich hier so umschaut, man sieht natürlich die Bundespolizei, die hier Streife läuft. Das ist aber eine generelle Sicherheitsvorkehrung. Das hat jetzt erstmal nichts mit den Drohnen zu tun, sondern natürlich auch mit den Vorfällen in Stuttgart und den erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, die hier getroffen werden. Aber grundsätzlich gibt es sowohl für Leipzig-Halle als auch für Dresden keine akute Gefahr, sodass jetzt hier die Streife oder die Bundespolizei nicht extrem erhöht wurde. Auch gut zu wissen. Gesine Schöps war das live vom Flughafen in Dresden. Vielen Dank für die Informationen, Gesine. Dankeschön.